Herzlich willkommen zu Florian Homm spricht Klartext auf YouTube. Ich bin gut gelaunt. Das haben Hedgefondsmanager, auch ehemalige Nostro-Händler, gemeinsam, wenn sie überzeugt sind, dass sie eine gute Chance gefunden haben. Und das heutige Thema ist natürlich der Absolute Return, Total Return Ansatz im Zusammenhang mit Warren Buffett, dem großartig bekannten, super erfolgreichen, superreichen Value-Investoren. Und heute geht es nicht um Schulden in dem Zusammenhang, sondern es geht um die Cash-Quoten. Also erstmal Absolute Return. Das ist das Gegenteil von Relative Return, weil aus dem relativen Verlust können Sie sich leider nichts kaufen. Aber wenn Sie regelmäßig absolute Returns haben und das über lange Zeit, dann kompondiert das und entwickelt sich bestens und Ihr Portfolio ist stabil, weil wenn Sie 50% verlieren, müssen Sie ja 100% Gewinn machen, um wieder dort anzukommen, wo Sie angefangen haben. Also kurz, Warren Buffett, regelmäßig seit 2 Jahrzehnten unter den 5 reichsten Männern der Welt. Er hat das dynamische Value Investing definiert. Er sagt, ich kaufe nur sehr gute Unternehmen, auch wenn der Preis recht hoch ist. Und Warren Buffett, Mann, der bemüht sich redlich. Aber seit 20 Jahren saß der noch nie auf einem derartig fetten Pot von Cash, sage und schreibe 100 Milliarden US-Dollar nicht investiert. Rekordwert. Er möchte ja kaufen, er möchte ja investieren, aber er kriegt weder die Deals noch Deals zu Preisen, die ihm gefallen. Und der Mann ist ein so begnadeter Investor, dass ein Indikator nach ihm benannt wird. Der Warren Buffett Index. Da nimmt man praktisch die Börsenbewertungen der größten, der aller amerikanischen börsennotierten Unternehmen und vergleicht ihn mit der US-Wirtschaftsleistung. Und das sieht nicht gut aus. Dieser Index sieht verheerend aus und er ist eigentlich das Brainchild hinter diesem Index. Aber jetzt schauen wir doch mal, was das breite Publikum macht oder die Konträrindikatoren. Ein Konträrindikator ist einer, von dem man eigentlich das Gegenteil machen muss. Zum Beispiel die Margin Loans, das sind die auf Pump gekauften Aktien in den USA auf Rekordstand. Was ist noch ein schöner Konträrindikator? Börsenbriefe. Oh, das ist peinlich, ich werde auch einen demnächst veröffentlichen. Hoffentlich ist das kein Konträrindikator. Aber in der Regel summieren sich in den Börsenbriefen extrem viel Blödsinn. Also deswegen sind sie ein Konträrindikator, da sie alle auf Bullish sind. Sollte man vorsichtig sein, wenn nämlich die Börsenbriefe in der Summe bearish sind, dann sollte man eigentlich kaufen. Und das geht weiter. Die Fund-Inflows sind auch auf Rekordlevel. Rekordlevel verdächtig, auch bei den aktiv gemanagten Fonds. Und da ich ja sagte vorhin, es geht nicht um Schulden, sondern es geht um Cashquoten, weil das Schuldenthema, ich möchte nicht mehr drüber reden, da sitzen wir bei ungefähr 10%. Das ist ungefähr 1% niedriger als 2007, auch 1% niedriger als 2000 vor den sehr, sehr, sehr großen Crash. Also das Cash ist knapp. Der größte Investment-Guru der Neuzeit, dieser Mann, der Salomon der Neuzeit, hat Record Cash. Auf wen würden Sie vertrauen? Die Fund-Inflows gehen durch die Decke. Das sind Leute, die haben 300% am Markt verpasst in den letzten 8 Jahren. Nicht genial. Und Algo-Trader beflügeln diesen Trend genauso wie ETFs, weil wenn es eine Korrektur gab oder einen kleinen Kursrückschlag in den letzten 9 Jahren, davon gab es 64, steigen die ein, trennen sich von den Bereichen, die nicht ganz so gut performen und gehen in die Bereiche rein, die brummen, wie zuletzt zum Beispiel Boeing Industries. Und Boeing Industries erklärt die letzten 70% der letzten 3% des Kursanstiegs im Dow Jones Index. Also, wie ist das Umfeld? Es fühlt sich einfach toll an zum Investieren. Toll, 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 weil selbst der bescheuertste Anlageausschuss sagt, ja, die Wirtschaft erholt sich, die Zinsen sind relativ niedrig, alles ist paletti. Ja, jetzt können wir investieren, aber wo wart ihr denn?
in den letzten 7 Jahren, wo die Kohle richtig verdient worden ist. Und diese legere, freundliche, positive Stimmung macht jeden Hedgefondsmanager eigentlich nicht nervös, sondern bringt ihn zum Denken. Denn die Volatilität, die Schwankung im Markt ist auf einem 25-Jahres-Tief, ja, deutlich unter 10%. Und da gibt es VIX, VIX-Optionen, es gibt VIX-Futures. Und ich finde das sehr, sehr interessant. Also es juckt mir praktisch in den Fingern, hier ein paar Positionen aufzubauen. Im Mitte, Ende August, September, definitiv aber im Oktober. Weil irgendwann geht den Amis die Kohle aus. Und das wird zumindest zu etwas Unsicherheit führen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der VIX-Index die nächsten 3 Monate auf diesem sehr niedrigen Niveau bleibt. Also, wenn Sie das nicht ganz verstanden haben, nochmal anhören. Wir haben Bücher, wir haben alle möglichen Sachen gemacht, damit das verständlicher wird. Wir haben nur wenig Zeit heute, wie immer, damit Sie immer noch zuhören. Wir bedanken uns dafür, dass Sie überhaupt zuhören und dass Sie unseren konträre Meinung aufnehmen, aufsaugen und mal schauen. Vielleicht bin ich ja der größte Depp in 3 Monaten. Wenn die Volatilität in diesen nächsten 90 Tagen überhaupt nicht anspringen sollte, dann habe ich definitiv auch einen analytischen Fehler gemacht. Alles Gute. Ich glaube zwar nicht, aber wir werden es sehen. Ihr Florian Homm und tschüss.